Und hier kommt nun ein Begriff ins Spiel, der beide verbindet, nämlich der Stil, der sogenannte Stride-Stil. Und Stride kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie schreiten, aber so viel geschritten wird da gar nicht. Es geht nämlich darum, dass die linke Hand ständig zwischen Basston und Akkord wechselt. Und das verlangt vor allem eins, nämlich Treffsicherheit. Genau. Wie beim Sprechen. Vielleicht, Thilo, bist du so nett und kannst es mal kurz demonstrieren? Das ist Stride-Piano. Und das werden wir jetzt gleich zu hören bekommen. Und ich denke, so ab und zu mal so eine kleine Demonstration ist nicht verkehrt. Es gibt ein berühmtes Zitat von Franz Grillparzer, der mal gesagt hat, wiesens beschriebene Musik ist wie er erzählt das Mittagessen. Und so ähnlich ist das mit der Musik auch. Also, Fats Waller, ein herausragender Repräsentant dieses Stils, den hören wir im Anschluss an ein Stück, das an Art Tatum erinnern soll. Und Fats Waller übrigens war ein ausgesprochener Spaßvogel. Er erfand das berühmte Sechs-Finger-Sandwich. Das sind zwei Finger breit Gin, zwei Finger breit Whisky und oben drüber nochmal zwei Finger breit Rum. Wer will, kann es ja mal ausprobieren. Aber wir haben jetzt keinen Sechs-Finger-Sandwich, sondern Tea. Tea for Two nämlich, genau, mit dem Frankfurt Jazz Trio. Und dann ein Stück von Fats Waller, eben angesprochen, nämlich Ain't Misbehaving.
Applaus.